So, servus miteinander. Heute möchten wir euch unsere neue Alarmanlage vorstellen. Und zwar ist die von AMG Sicherheitstechnik, ist uns die zur Verfügung gestellt worden. Und es geht um die K-Protec letzte Version. Das Ding schaut so aus. Hat den Vorteil, und den hat es uns gefallen, man braucht es nirgends irgendwo einzubauen oder sonst irgendwas. Das geht über Luftdruck. Und hat einen GPS-Sensor auch. Also man legt das ganze Ding ins Fahrzeug, aktiviert es und damit war es auch schon. Anschlüsse hat es, Ladeanschlüsse, Micro-USB, dann eine LED, die ist eigentlich ein bisschen, ja, könnte ein bisschen schöner sein oder besser sein, zeigt an, ob scharf geschalten ist oder nicht, und eine externe Sirene. Kann man anschließen, muss man nicht anschließen. Wir werden das jetzt einmal aktivieren. Alarmierung gibt es über zwei Apps, und zwar einmal über die App Free Alarm. Die zeigt man die Position an, wo man gerade ist, und schickt dann über die App, über die eingebaute SIM-Karte, ein Alarm. Die SIM-Karten ist schon dabei beim Preis. Die geht über 9 Jahre. Hat aber den Nachteil, sie geht nur über die App. Also, wenn man über SMS benachrichtigt werden will, muss man seine eigene SIM-Karten reingeben. Weil das Problem ist, wenn man natürlich keine Internetverbindung hat, funktioniert natürlich die App auch nicht. Das ist das Problem. Und die zweite App ist dann die Easy Tracking 24. Die zeigt an und für sich die Position auch an. Man kann da auch seinen Zaun machen, von der Größe her. Und wenn das Fahrzeug dann quasi diesen Zaun verlässt, kriegt man eine Benachrichtigung. Was bei der App relativ cool ist, wenn man unterwegs ist, zeichnet das natürlich die ganze Zeit auf. Wenn ich zum Beispiel jetzt eingebe das Datum vom 15. bis 18. Suche, dann zeigt er uns quasi die Strecke auf, wo wir dieses Wochenende unterwegs waren. Ist für manche Reiseberichte relativ interessant, weil das kann man dann downloaden und auch über den Browser anschauen. Gut, jetzt werden wir das einmal aktivieren. Natürlich nur fliegend. Und euch demonstrieren, wie laut das ist und wie das funktioniert. So, ganz einfach. Da kommt die Sirene rein. Verwechslungssicher, weil das eine ist ein großer Klinkenstecker, das andere ein kleiner Klinkenstecker. Und das war es eigentlich schon von der Installation. Und wenn man da drückt auf Aktivieren, ist es aktiviert. Und beim Deaktivieren ist wieder deaktiviert. Das war's. So, jetzt gehen wir raus und werden euch das dann zeigen, wie das funktioniert, wenn man die Tür öffnet oder sonst irgendwas. Die ist schon aktiviert. Wer macht den Einbrecher? Du, die? Ja, ich kann super einbrechen. Meine Frau kann einbrechen. Und ist wirklich laut, extrem. Wenn man den Alarm bekommen hat, und da gibt es an und für sich dann die Möglichkeit,
wenn da mehrere hinterlegt sind, die was diese Benachrichtigung kriegen, ich werde mich um den Alarm prüfen oder nicht prüfen, dann schaltet es beim anderen weiter auf. So, das Ganze funktioniert natürlich auch bei der normalen Eingangstür. Da vorne jetzt aufsperren. Tür auf. Jetzt schon los. Also ganz eine einfache Sache. Schaut's nach auf amgsicherheitstechnik.de. Da gibt es die technischen Daten und wir sind an und für sich begeistert davon.